In unserer Zählweise ist das die Sendung mit der Nummer einmal die 2 und fünfmal die 1. RTV Kompakt am Donnerstag mit wieder ganz viel Neuem aus dem Erzgebirge fürs Erzgebirge. Neue Stolpersteine, Ort des Erinnerns in Lößnitz. Neue Mischwaldbäume, Pflanzaktion an Bahnstrecke in Thalheim. Und neue Schießanlage, Übergabe an Polizeifachschule in Schneeberg. Glück auf und hello, denn heute ist der 11.11. Meine Verkleidung ist die des Moderators. Den Karnevalisten gilt der Appell, den Mut nicht verlieren, auch wenn die nächste Faschingssaison auf der Kippe steht. Und zu allem sage ich, verlernt das Lachen nicht und den Kopf immer schön oben behalten. Die Erzgebirgsnachrichten jetzt noch ohne hello. Drittklässler der Grundschule Thalheim waren mit dabei, als der Verkehrsverbund Mittelsachsen die ersten von 5000 Bäumen an der neuen Bahnstrecke Aue-Chemnitz in die Erde brachte. Matthias Korde, VMS-Geschäftsbereichsleiter Verkehr Infrastruktur, sagte dazu: Wir haben uns bewusst für ein Waldareal zum Aufforsten neben unserer Bahnstrecke entschieden. Borkenkäfer und Stürme hatten hier besonders schlimm gewütet. Korde weiter: Wir wollen unseren Fahrgästen ein Stück Heimat zurückgeben, das zudem noch seinen Beitrag für unser Klima leistet. Auf einer Fläche von 1,5 Hektar wird ein artenreicher und klimastabiler Mischwald gepflanzt. Unter den Bäumen sind rund 1500 Vogelkirschen, 1050 Kiefern, 900 Spitzahorn, 800 Lärchen, 50 schwedische Mehlbeeren, 50 Wildbirnen, 50 Felsenbirnen und 50 Wildapfel. Die Pflanzung im Staatswald erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Sachsenforst und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Im Sommer 2018 fuhr der Expressbus 383 der Regionalverkehr Erzgebirge GmbH zum ersten Mal. Die damals neu entstandene Linie verkehrt stündlich vom Postplatz Aue, abwechselnd aus Schwarzenberg, Bad Schlema und Schneeberg kommend, und bringt die Fahrgäste über die Autobahn ins Stadtzentrum von Chemnitz. Bereits zu Beginn des Jahres hatte die RVE erneut Umfragen zum Nutzungsverhalten direkt auf dieser Linie durchgeführt. Die Resonanz war durchweg positiv. Die Ergebnisse der Befragung sind bei der Beantragung der Konzessionsverlängerung mit eingeflossen. Und diese liegt inzwischen vor. Die RVE erhielt die Verlängerung der Konzession und kann die Linie 383 vorerst bis Ende 2029 weiter betreiben. Wer im Erzgebirgskreis im Dachdeckerhandwerk arbeitet, hat jetzt mehr Geld. Fachleute erhalten seit Oktober einen Tarifstundenlohn von 19,52 Euro, ein Plus von 2,1%. Wie die Industriegewerkschaft Bauen Agrarumwelt mitteilt, stehen damit bei einem Dachdeckergesellen am Monatsende knapp 70 Euro mehr auf dem Lohnzettel. Andreas Herrmann, Bezirksvorsitzender der IG Bau Südwestsachsen, rät den Beschäftigten in der Region, sich nicht mit dem deutlich niedrigeren Branchenmindestlohn von 14,10 Euro zufrieden zu geben. Viele Dachdeckerbetriebe suchen händeringend nach Personal. Keine Fachkraft sollte sich unter Wert verkaufen und deshalb auf den Tariflohn pochen. In Kleinrückerswalde wurde ein Teilabschnitt des Rotdornweges instand gesetzt. Die Maßnahme war dringend notwendig, da insbesondere die Starkregenereignisse im Juli den Bereich stark geschädigt hatten. Eine Befahrung war nur noch eingeschränkt möglich. In den ersten Novemberwochen konnte diesem Zustand abgeholfen werden. Auf einem Abschnitt von ca. 100 Metern Länge wurden eine neue Asphaltdeckschicht eingebaut und die Bankette reguliert. Damit ist auch auf dem Rotdornweg in Kleinrückerswalde ein geordneter Winterdienst möglich.
In einer gemeinsamen öffentlichen Erklärung an die Landesregierung haben 12 sächsische Stadtoberhäupter, darunter Annaberg-Buchholz, Schneeberg und Schwarzenberg, verlässliche und sichere Weihnachtsmärkte in der Region gefordert. Unter anderem heißt es: Einheitliche Regelungen bis zum Ende der Weihnachtsmärkte sind unerlässlich, um Städten, Händlern, Bürgern und Touristen eine Perspektive zu bieten. Die aktuellen Regelungen zur Durchführung von Weihnachtsmärkten erlauben derzeit nur Planungssicherheit bis Ende November. Wir fordern deswegen, dass diese Regelungen kurzfristig bis Ende Dezember verlängert werden. Eine Schwierigkeit ergebe sich aktuell bei der Auslegung der Verordnung durch die Gesundheitsämter, was auf den Märkten angeboten und ausgeschenkt werden kann. Das führe dazu, dass es in den Städten unterschiedlich gehandhabt wird. Weiter ist in der Erklärung zu lesen: Weihnachtsmärkte sind Tradition und Wirtschaftsfaktor. Zu einem Weihnachtsmarkt gehören für Besucher die Begegnungen und Gespräche bei Krapfen, Mandeln und einem Glühwein. Händler müssen auf diese Erwartung vorbereitet sein und sie erfüllen können. Deswegen brauchen wir einen sachsenweiten Gleichbehandlungsgrundsatz, egal welcher Stadtgröße, damit das Angebot von traditionellen alkoholischen Getränken auf allen Märkten weiterhin möglich ist. Hochprozentige Getränke gehören unserer Ansicht nicht dazu. In Oberwiesenthal stellte das Ordnungsamt einen gesprengten Parkscheinautomaten auf einem Parkplatz an der Fichtelbergstraße fest. Unbekannte hatten vermutlich einen Böller in das Gerät gesteckt und sich somit Zugriff zur Geldkassette verschafft. Genaue Angaben zum Sach- und Stehlschaden stehen aus. Ein ähnlicher Fall wurde aus Freiberg gemeldet. In Stolberg wurde nachts in eine Firma eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster in das Innere der Unternehmensräume in der Hohen Straße. In der Folge stahlen die Unbekannten mehrere Werkzeuge im Wert von ca. 2000 Euro. Die modernste Raumschießanlage der Polizei in Sachsen befindet sich im Erzgebirge. Finanzminister Hartmut Vorjohann und Landespolizeipräsident Horst Kretschmar haben den Neubau am 10. November an die Polizeifachschule Schneeberg übergeben. Finanzminister Vorjohann betont: Mit dem Bau der modernsten Raumschießanlage Sachsens sorgen wir für beste Bedingungen bei der polizeilichen Aus- und Fortbildung. Damit und mit den weiteren Baumaßnahmen vor Ort stärken wir den Standort Schneeberg als auch die Polizei insgesamt und leisten einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit im Freistaat. Erstmalig auf einer Schießanlage in Sachsen sind in Schneeberg jetzt Schießübungen mit einem Winkel von 180 Grad möglich. Realisiert wird dies durch die Installation von 6 Beamern und einer 180-Grad-Leinwand. An 4 Schützenständen können die Polizisten realistische Einsatzszenarien bis zu einer Schussentfernung von 25 Metern üben. Dies betrifft sowohl stationäres als auch dynamisches Schießen. Ganz gleich, ob stehend, kniend oder liegend. Für die Übungen können Kurz- als auch Langwaffen zum Einsatz kommen. Die bisher genutzte Schießanlage in Schneeberg sowie die Schießzeiten in anderen Objekten waren für den wachsenden Bedarf der Polizei nicht mehr ausreichend. Die Bauarbeiten nahmen knapp 2 Jahre in Anspruch. Insgesamt investierte der Freistaat Sachsen rund 6,6 Millionen Euro in die Schießanlage. In der Eishockey-Regionalliga Ost wurde das für Sonnabend geplante Derby Chemnitz Crashers gegen die Schönheider Wölfe abgesagt. Der Grund sind bestätigte Corona-Fälle im Team der Chemnitzer. Sprüche aus aller Welt. Die sicherste Tür ist die, die man offen lassen kann. Aus China.
Sage nicht immer, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Aus Deutschland. Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Diesen Spruch haben Sie sicher schon gehört. Der Satz steht im Talmud, einem der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums. Mit Stolpersteinen erinnert der Künstler Gunter Demmig an Opfer der NS-Zeit, indem er vor deren letzten selbstgewählten Wohnort Gedenktafeln aus Messing ins Trottoir einlässt. Inzwischen liegen Stolpersteine in weit über 1000 Kommunen Deutschlands und in 21 Ländern Europas. Drei neue sind in Lößnitz dazugekommen. In Lößnitz erinnern jetzt Stolpersteine an drei ehemalige jüdische Lößnitzer Bürger. Wie kam es dazu? Am 27. Januar 2020 wurde im Lößnitzer Bürgerhaus ein Filmuhr aufgeführt, in dem Zeitzeugen von Jugendlichen zu ihren Erlebnissen während des Zweiten Weltkriegs befragt wurden. Dieser Film war das Ergebnis des Projekts 1939-2019, Vielfalt lokaler Erinnerung. Dieses Projekt wurde vom Anne-Frank-Zentrum Berlin initiiert und mit der Unterstützung des Vereins Lößnitzer Bildungsweg und der Stadt Lößnitz durch eine Konfirmandengruppe der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Lößnitz auf Halter umgesetzt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde auch die Lebensgeschichte von Samuel Josef vorgestellt, einem jüdischen Bürger, der in Lößnitz ein Bekleidungsgeschäft geführt hatte. Nach einem längeren Leidensweg während der Nazizeit mit zwangsweisen Umzügen wurde Samuel Josef am 29. September 1942 nach Treblinka deportiert und dort ermordet. Noch am Tag der Filmaufführung wurde die Idee geboren, an ihn in Form eines Stolpersteins zu erinnern. Die Initiative fand in Lößnitz großen Zuspruch. Schon bald konnte mit der Planung und Umsetzung begonnen werden. Am 5. November 2021 wurden durch den Künstler Gunter Demnig die Stolpersteine für Samuel, Heinrich und Dora Josef in Lößnitz verlegt. Bei den Recherchen hatte sich nämlich herausgestellt, dass auch weitere Mitglieder der Familie Josef Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung waren und ihre Heimat verlassen mussten. Samuel Josefs Sohn, Dr. Heinrich Josef, und dessen Frau, Dora Josef, geborene Kohn. Auch an diese beiden Menschen wird nun durch Stolpersteine gedacht. Sie fanden ihren Platz vor dem letzten, selbstgewählten Wohnort von Samuel Josef, in der heutigen Rudolf-Weber-Straße 6. Am Abend des 5. November gab es dann im Bürgerhaus Lößnitz eine Stunde des Gedenkens. Mit Klezmermusik und biografischen Lesungen wurde auch hier an Samuel Josef und seine Familie erinnert. In Annaberg-Buchholz bleibt die Buchholzer Straße länger gesperrt als ursprünglich geplant. Wir hatten berichtet, die Baumaßnahmen auf der Einkaufsstraße im Annaberger Zentrum laufen nach neuen Angaben der Stadtverwaltung bis voraussichtlich zum 3. Dezember und damit über den ersten Advent hinaus. Vor 20 Jahren wurde in der erzgebirgischen Kreisstadt eine wichtige Baumaßnahme noch vor der Eröffnung des Annaberger Weihnachtsmarktes fertig. Im November vor 20 Jahren. In der Altstadt von Annaberg wurde die Tiefgarage unter dem Markt fertig. Damit konnte vor zwei Jahrzehnten erstmals unter dem traditionellen Annaberger Weihnachtsmarkt geparkt werden. Insgesamt 75 öffentliche Stellflächen stehen im Neubau zur Verfügung. Die Eckdaten der Tiefgarage sind beeindruckend.
Insgesamt wurden 12.000 Kubikmeter Erdreich abgefahren, 200 Tonnen Bewährungsstahl und 1.700 Kubikmeter Beton verbaut. Das Bauwerk ist 66 Meter lang, 32 Meter breit und 3 Meter hoch. Der Bau dauerte ein halbes Jahr. Die erste Stunde Parken war damals kostenlos und sollte zur Belebung der Innenstadt beitragen. Bleibt nachzutragen. Heute kostet von 8 bis 18 Uhr in der ersten Stunde jede halbe Stunde 50 Cent, die zweite bis zehnte Stunde je 1 Euro pro Stunde und ab der zehnten Stunde zahlt man 12 Euro pro Tag. Von 18 bis 8 Uhr wird 1 Euro je Nacht fällig. Bei uns schauen Sie morgen wieder kostenlos. Auch Freitag gibt es Neues bei ERZ-TV Kompakt, dann mit der Verlängerung zum Wochenende. Bis dahin, Glück auf! Graues Herbstwetter? Können wir leider nicht ändern. Ein graues Zuhause schon. Die Wohnungsgenossenschaft Schwarzenberg hat die Wohnung, die zu Ihnen passt. Für jedes Alter, jede Lebenssituation und immer bezahlbar. Fragen Sie uns. Wir haben zukunftsweisende Ideen mit Konzept. Und auf jedes Neumitglied warten tolle Umzugsprämien. Mehr Infos auf moderneswohnenerzgebirge.de oder wgschwarzenberg.de. Gute Aussichten mit der Wohnungsgenossenschaft Schwarzenberg. Wir tun was. Heimat ist, wo man sich wohlfühlt. Wo man sich gerne für die Mitmenschen und einen lebenswerten Ort engagiert. Jetzt sind Sie gefragt, beim Simul Plus Mitmachfonds mitzumachen. Sie engagieren sich als Verein, Kommune, Bildungsträger, Unternehmen oder als Bürgerinnen und Bürger für Ihre Region? Dann haben Sie jetzt die Chance, mit einer kreativen Projektidee einen Preis im Simul Plus Mitmachfonds zu gewinnen und Ihr Vorhaben zu verwirklichen, um Sachsens Regionen noch lebenswerter und innovativer werden zu lassen. Hierfür stellt das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung in diesem und im nächsten Jahr jeweils 8 Millionen Euro zur Verfügung. Vom 1. Oktober 2021 bis zum 15. November 2021 können Sie Ihren Beitrag unter www.simulplusmitmachfonds.de einreichen. So kann aus Ihrer besonderen Idee noch ein Stück mehr Heimat werden. Machen Sie mit!